Auf geht's ins letzte Qualifying. Mal sehen. Vermutlich, ja. Also vermutlich. Ich So, kann's. ich habe kein Setup. Ja. Hast du ein Setup? Natürlich habe ich ein Setup. Leute, ich habe hier 76 Kilo voreingestellt. Das ist perfekt. Bruno muss los. Imagine, ich fahre damit raus. 11:10. What the fuck? Ich wollte 50-50 sagen. Und dann gucke ich hier rauf. Und dann. Nee. Sind ja nur 11. 65-53. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, perfekt, direkt Flügelschaden. Ah, same hier. Ob hier was? Digga! Auf, 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 auf. Zehnter? Aktuell ja. Noch. Aber eine 1:11:3, das ist richtig schlecht. Eigentlich. Ich auch nicht. Digga, was? Guter Witz. Okay. Ja, das muss fake Was? sein. P6. Was? Mit einer 1:11:0. Sechs. 11, 1:11, nicht 1:10:0, 1:11. Oh Nee. Mann. Hast du es gesehen? Egal, ich habe noch eine Chance. Alter, ich bin jetzt schon Elfter. Oh ne, war meint, sind nur noch zwei am Fahren. Oh! Es ist fucking unfahrbar. Es ist unfahrbar. Z. Warum haben da zwei Strafen? Was ist mit denen? Was habt ihr getan? 198. Ja, das ist schon Sergio mehr. Perez draußen, Sergio und Sebastian Vettel ausgeschieden oder was? Es haben vier Leute Strafen. Alter, fahr! Fahr! Was ist denn mit dir? Ich habe mich gerade einfach fast in die. Ey! Ah! Ich krieg eine 5-Platz-Gridstrafe. Ja, super. Vielen Dank. Also, ich weiß ja nicht, ob ihr blind seid, aber eigentlich ist der ja in mich reingefahren. Ich bin extra auf die Seite. Aber okay. Oh, Vierter. Warte, kommt da noch was? Nö, nur noch Leclerc. Ach so, ja stimmt, ich habe ja eh eine 5-Positionsstrafe. Das ist ja toll. Super. Wow. Geil, geil, geil. Also dadurch, dass ich jetzt in Q3 bin, hätten das theoretisch Punkte sein können. Aber dadurch, dass ich in Q3 Zehnter sein werde und dann 5 Positionen nach hinten geworfen werde nochmal, obwohl ich nichts getan habe, werden das vermutlich keine Punkte sein. Ach so, alles klar.
Merke ich mir, wer ist da schon wieder direkt vor mir? Hallo. Alter. Brems halt am Bre ja. Jetzt mal am Boxausgang bremsen, warum nicht? Uff. Die fangen mit 1,9er Zeiten an, Digga. Ja gut, meine Reifen werden halt auch nicht besser. Ich habe nur einen frischen Satz. Ja, würdest du vielleicht jetzt auch mal vorbeifahren, du. Ja, Bruder, muss los, da wäre keine Verbesserung mehr gegangen. Scheiße, bestimmt schon, aber ich habe den ersten Sektor allein schon nicht so gut hinbekommen. Ach, egal. P13 ist besser als nix. P7, aber eigentlich P13. Danke, Max Verstappen. Wow. B12. Kein fucking. Ach so, ja, stimmt. Kein einziger fucking Red Bull in Q3. Ach so. Stark. Latifi macht wieder einen Punkt gut auf mich. Bei mir nicht. Bei mir sieht's ganz gut aus. 10,5. Before we begin, So, let's take a starting quick look grid. at the grid lineup for today's race. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Considering the rest of the grid, we have Ja, kein Wunder, ist auch kein Red Bull im Dings Ricciardo, gewesen. Ricardo wie immer schneller als Norris, das ergibt ganz viel Sinn. Tsunoda, Stroll, the Rainmaster. They've taken the grid P9? Hä? penalty and Max Verstappen. Warum Verstappen P10? Fernando Alonso, Wie viele müssen da bitte Strafen haben? Oh mein Gott, Digga. 20? Dann wäre ich ja jetzt wahrscheinlich P4 oder so, ohne die Strafe. Hä? P17, P19, P20 und dann P18. Okay, ergibt sehr viel Sinn. Lol. Da merkt man, wie verbuggt dieses Game noch ist. Aber warum Verstappen von P10? Der hat eine 5 Place Grid Strafe, der müsste eigentlich genau vor mir stehen. Aber ja. Soft Medium, also, okay. Naja, 6 Runden Bist du Soft, ready? Digga. 14 Runden auf dem Medium. Ja, ich bin halbwegs ready. Ja, Daniela. Ah. Perfekt, wir starten zu dritt in einem. Ah. Wir stehen zu dritt in einem Auto. Sehr Perfekt. stark. Okay, our system checks are Vettel, good. Raikkonen und ich in einem Auto. Sustain formation. Also auf einem Platz. Also nee, nur Raikkonen und ich. So, trotzdem belassen. Vor allem hier steht, dass ich P18 bin, angeblich. Und davor ist leer, oder was? Jo. Chillig. Ja, Stroll, könntest du dich bitte nicht teleportieren? Das ist perfekt zum Starten. Uff. Überhaupt nicht verwirrend oder so. Digga, warum wechselt sich meine Kamera jetzt nicht? Ändert. Okay, er ist einfach stehen geblieben am Start. Digga, wie früh bremsen die da? Ja, perfekt, ich kann 5 Sekunden. Severe Collision mit Vettel wegen einer Kollision. Und ich kann jetzt schon an die Box gehen. Perfekt. Danke für nichts. Okay, Latifi schiebt mich halt einfach an. Oh, Digga. sorry, Lando. Bleiben halt einfach stehen. Ich habe schon wieder 5 Sekunden Strafe bekommen. Two illegal overtakes. Wen habe ich bitte illegal überholt? Was zur Hölle? Alter. Snow ist mir einfach drauf gefahren. DRS.
Digga, Verstappen, teleportier dich doch nicht. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Max Verstappen fährt mir hinten rauf. Alles klar. Sehr stark. Ja, danke schön. Frontflügelschaden. Was zum Fick tust du da? Check your MFD for a new strategy option. A new strategy is available on the MFD. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Confirmed. Ja, Digga, hallo. 9,6, Digga. Ja, toll. Super. Ja, das war's jetzt komplett. Bruder, was ist nicht mit ihm? Digga, was zum Fick? Ja, teleportier dich weiter. Danke. Digga, hallo! Ja, da, hallo! Hallo! The fuck? Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Ja, safety car in this lap. Die waren alle in der Box. Das heißt, es werden höchstwahrscheinlich keine Punkte. Finde ich toll. Ja, bleib halt stehen. Toll. Einfach geil. Ja, Digga, das ist halt einfach kein Vorbeikommen, egal was ich machen würde. Digga, in den Kurvensektionen bin ich so nah dran, aber auf den Geraden wieder zu weit weg. Ja, nee, keine Chance. Hä? Warum waren die jetzt alle in der Box? Was haben die gemacht? Alter. Ja, so kann man auch überholen. Stark. Danke, du Arschloch. Perfekt. Okay, wo noch mehr Leute, die in der Box waren. Stark. Two laps of fuel remaining. Boah, Junge. Lewis Hamilton gewinnt und oh mein Gott, Sebastian holt mich noch fast. Alter, der ist kontinuierlich näher gekommen.
Okay, alles klar, Sepp. Stark. Fühle ich, dass er Fahrer des Tages ist. Katastrophik war das. Dieser Enthusiasmus von mir, der, wow! Fernando Alonso! Auf der 2, ach so. Trotzdem dieser Enthusiasmus von mir, ich gucke nicht mal hin. Digga, was war das? Was war das, wirklich? Was war das? Uff. Ja, Digga, hä? Einfach WTF. We'll be right back.